Bürgermeister von Dreiskirchen Andreas Babler heute hier beim Beginn dieser Finalserie im Baseball-Bundesliga. Die Dreiskirchen Grasshoppers haben es tatsächlich ins Finale geschafft. Ich nehme mal an, als Bürgermeister ist man extrem stolz, was diese Mannschaft erreicht hat. Voll, es ist einfach in unserer Baseball-Geschichte der Stadt ganz ein neuer Meilenstein. Hätte man nicht geglaubt, vor vielen Jahren zwar immer wieder, kann man davon träumen, aber dass dann heute die Realität da ist, dass man da herkommt auf den Platz und dass man spielt das Final hier in Dreiskirchen mit Best of Five und wir beginnen. Und wir haben es auch drauf, dass wir das gewinnen können. Es ist ganz ein komisches Gefühl und natürlich viel Stolz dabei. Jetzt ist die Mannschaft erst vor 3 Jahren überhaupt aufgestiegen wieder in die Bundesliga und so schnell an den Anschluss an die Spitze geschafft. Sehen, du verfolgst das auch sportlich, das bist schon voll drinnen. Was ist der Hauptgrund, glaubst du, warum das so gut funktioniert? Ich glaube, dieser unglaubliche Wille, die Disziplin, sozusagen jede Situation zu nehmen, wie es ist. Sportlich gibt es manchmal auf und ab, aber ganz beinhart, konsequent weiterzuarbeiten und nämlich strukturell weiterzuarbeiten. Das zeichnet da unsere Grasshoppers aus. Ich habe selten das erlebt, im sportlichen Bereich so routiniert, abgeklärt, mit viel Leidenschaft, zwar für den Sport, aber strukturell zu arbeiten. Und heute ist sozusagen das Früchteernten, also diese Finals, die dann emotional natürlich in die Geschichte dazukommen. Und für uns ist es echt ein geschichtswürdiger Tag. Aber es zeigt natürlich, man muss dranbleiben. Und diese Abgeklärtheit, dieses Beharrliche auch beim Arbeiten, die Struktur, die man aufbaut, den Fokus auf die Jugendteams zu setzen über viele Jahre, das zeichnet uns aus. Und heute ist sozusagen dieses i-Tüpfelchen. Man merkt selber, dass ich da eine große Emotion habe, weil ich weiß, wie viel Arbeit da dahinter steckt. Sind US-Sportarten oder Sportarten mit Amerika-Bezug, die mit B anfangen, recht groß in Dreiskirchen? Auch Basketball wird hier gespielt, recht erfolgreich. Warum ist dann gerade Sportarten, die jetzt nicht so im Rampenlicht stehen der Öffentlichkeit in Dreiskirchen, so stark? Erstens braucht es die Leute, die sich dafür interessieren, die solche Vereine gründen, aufbauen, sozusagen den Kickoff machen. Die haben wir gehabt in Dreiskirchen. Und das Zweite ist natürlich, dass man eine Stadt versucht, Infrastruktur bereitzustellen. Und damals, wie die Passion gekommen sind, war halt da eine Infrastruktur und man hat sie mit offenen Armen empfangen. Und ich glaube, das macht sie ja bemerkbar, was der Zulauf anbelangt. Sie sind gesellschaftlich total anerkannt, sie machen wahnsinnig viel Jugendarbeit und sowas ist sozusagen elementarer Bestandteil im Stadtleben. Und das darf man nicht nur als Sport und dann gibt es was anderes, sondern bei uns soll das eines in das andere gehen. Und Sport ist einer der Bereiche, die in das ganze Stadtleben passt. Und Baseball verkörpert mehr als Sport in der Stadt, sondern auch eine Geselligkeit, eine solidarische Gemeinschaft, die sich da gebildet hat, eine sinnvolle Freizeitaktivität, gesundheitsfördernde Geschichten. Aber vor allem, dieser Baseballverein passt ja gut in unsere Stadtphilosophie im Allgemeinen. Stichwort Infrastruktur. Heute dürfen 100 Zuschauer hier rein, aufgrund von Corona, aber normalerweise ist der Zuspruch schon höher. Jetzt ist die Rede davon, es soll irgendwann hier mal eine Tribüne entstehen, es soll einmal eine Flutlicht herkommen. Wie weit sind denn da die Dinge fortgeschritten? Naja, Baseballer haben vor allem einen sehr konsequenten Obmann mit dem Peter Feichtinger, der wirklich regelmäßig schriftlich und dann auch körperlich anwesend ist, um mir die Notwendigkeit der Prioritätensetzung zu erklären und zu erläutern. Das macht alles viel Sinn. Ich habe immer einen hohen Respekt gehabt, dass die Eigenleistung da verbunden war, also nicht nur zur Stadt zu gehen und sagen, das brauchen wir, bitte macht, sondern auch selber immer wieder kreativ, auch handwerklich zu arbeiten. Wir haben viele große und kleine Etappen vor. Das heißt, Infrastruktur Stück für Stück zu erweitern. Allerdings das Große nicht aus den Augen zu verlieren. Wir suchen auch platzmäßige Alternative. Das ist nicht einfach. Da gibt es jetzt nicht diese Grundstücke, wo man sagen kann, das nehmen wir jetzt dann, sondern es ist ein langwieriger Prozess mit Grundstückstäuschern und Widmungsfragen, Verkehrs- und Parkplatzsituationen und vielen anderen. Das ist das Große und Kleine. Das Stück für Stück, wie es bei jedem Baseballverein ist. Ich glaube sicherlich auf der Tagesordnung irgendwann steht bald einmal die Flutlichtfrage, die sehr teuer ist. Ich kann erklären natürlich, dass sozusagen das Ausleuchten und die Höhe des Ausleuchtens und die Intensität anbelangt. Aber Stück um Stück die Infrastruktur da zu verbessern, ist natürlich immer anwendbar. Mal kurz zurück zu dem Finale, wie geht's aus? Ich glaube, dass wir das zweite Wochenende müssen wir ja sowieso hinfahren. Also da macht man das ist jetzt spätestens im vierten Spiel entscheiden wir das für uns. 3-1. Spätestens. Alles gut. Thank you.